Was geht? Neues Video auf meinem Kanal und heute präsentiere ich euch mal ein kleines Unboxing-Video. Und zwar präsentiere ich euch hier Anno 1800, die Königs Edition, und wünsche euch schon mal viel Spaß dabei. So, willkommen zurück, und zwar, wie gesagt, die Anno 1800 Königs Edition. Und zwar sind da folgende Sachen dabei, und zwar erstmal die digitale Inhalte. Da ist der Season Pass Jahr 1 dabei und der Season Pass Jahr 2 und das Deluxe Paket, und die psychische Inhalte sind einmal das Spiel Soundtrack und 3 Lithografien. Lithografien, wer das nicht kennt, dann werden wir uns das jetzt mal angucken. Natürlich hier ganz vorsichtig. Gut, man hätte auch hier aufmachen können, aber es geht auch so. Auf jeden Fall eine schöne Aufmachung auf jeden Fall von Ubisoft. Und da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir packen das einfach mal aus. So. Anno 1800. Okay. Dann gucken wir mal hier rein. Okay, das sind so die genannten, wie nennt sich das hier, die 3 Lithografien. Das sind, wie gesagt, wie so eine Art Postkarten. Auch eine sehr schöne Aufmachung. Ne? Kann man sich irgendwo hinstellen, vom Fernseher oder im Regal. Oder es bleibt einfach in der Hülle drinne. Ja, sieht schön aus, sieht aus wie gemalt, und ja, sind, wie gesagt, sind 3 Stück. Dann haben wir hier Game Soundtrack von Anno 1800. Hier hinten ist auch die Trackliste drinne. Ja, da sind Lieder von 1 bis 30 drinne. Also das heißt, alle Lieder, die im Spiel vorkommen, sind hier auf dieser wunderschönen CD. Ja. Auch eine schöne Aufmachung. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ja, das sind erstmal die Sachen mit der CD. Dann gucken wir uns mal jetzt das Spiel an. Ich hätte mal das Messer nicht vorher wegschmeißen sollen. Oh, diese Folien, da wirst du ja verrückt, ey. Okay, Problem löst. Schauen wir uns mal den Inhalt an. Okay, CD finde ich schade, ist nicht dabei, was ich eigentlich sehr schade finde. Ich meine, bei einer Anno 1800 Königs Edition hätte ich schon erwartet, dass da eine CD dabei ist. Ist mal wieder keine CD dabei, was ich wirklich sehr, sehr schade von den Entwicklern finde. Man gibt so viel Geld aus und die haben es nicht mal nötig, für einen PC eine CD dazu zu packen. Also, das ist Wahnsinn. Man kauft sich wirklich ein Spiel,
was man haben möchte, was man sich gerne irgendwo hinstellen möchte. Es ist arschteuer, das Spiel, und du hast nicht mal eine CD dabei. Okay. Hier wird wahrscheinlich der Code dabei sein oder ist hinten drauf geschrieben. Ja, schade, ich hätte jetzt noch erwartet, dass jetzt da noch eine CD drin ist. Aber ist leider nicht der Fall. Aber wir können mal gucken, was im Season Pass Jahr 1 da drin ist. Und zwar DLC 1, gesunkene Schätze, DLC 2, Botaniker, DLC 3, die Passage, Season Pass Jahr 2, DCL 4, haben wir hier Paläste der Macht, DLC 5, reiche Ernte und DLC 6, Land der Löwen. Deluxe-Paket, 4 exklusive Profilsymbole, Anarchisten-DLC, digitaler Soundtrack und Artbook. Okay, ja, ich hätte ein bisschen mehr erwartet in der Königs-Edition. Wie gesagt, ich finde es halt, wie gesagt, schade, dass halt die CD fehlt. Gut, mit dem Soundtrack, der finde ich schon mal gut, da werde ich auch gleich mal reinhören. Und ja, das war es eigentlich schon von dem kleinen, feinen Unboxing-Video. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Also, haut da rein und bis dann!